tasty. Jo Leute, willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Ja, wir sind auf dem Weg, Dokumente zu holen, die Beweise für den Hartschmuggel, quasi Hartz IV hier in, wie heißt die Stadt nochmal, fällt mir gar nicht ein. Wir wurden hier von der Bibliothek ausgesperrt, das heißt hier drin sind jetzt wahrscheinlich ein paar Wachen, die uns vielleicht erwarten. Und da sieht man sie auch schon. Ah, kommt, perfekter Moment. Und, ja, perfekt. Gleich beide erledigt. Zwei weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen, denn ich glaube, hier sind noch einige. Tja. Die Gelehrten denken sich jetzt, was ist hier los? Und Schwertheinis und wahrscheinlich auch Armbrustschützen. Wir sollten hier so schnell wie möglich verschwinden. Erstmal speichern. Warum geht Speicher nicht? Ah, jetzt. Ah, wir. Während des Trinkens darf man nicht speichern. Das ist wie mit Autofahren, darf man auch nicht. Don't drink and drive, ne? Hier ist es halt don't drink and save. So. Impossible. So many books, ja. Ja, wie macht der? Oh, oh Gott. Oh, ich dachte gerade, der kommt zu mir. Kann ich den von der Seite irgendwie? Merkt es einer? Oder geht der jetzt? Nee. Also. Ich glaube, der geht nicht. Ich glaube, den muss ich anders machen irgendwie. Mit Messer vielleicht? Oder von der Seite, wenn er es nicht merkt. Ja, auch schön. Schön, schön. Gut, dass wir die Distanz gelevelt haben. Die Kill-Distanz. Und gleich entsorgen. Dann haben wir Ruhe von dem. So weit. Oh, da hat mich einer gehört oder so. Habe ich gerade einen Herzschlag gehört. Da ist wieder so ein Dosenmann mit ihren Röntgenaugen, die alles sehen irgendwie, obwohl man in der Blechdose gar nichts sehen dürfte. Ja, ah, da kommt er wieder. Tja, aber der geht jetzt weg. Ist perfekt. Jo. Oh mein Gott. Da ist wieder ein schläfender Ork. Oder Ogre, ich weiß es nicht mehr. Ich speichere mal erstmal. Da geht es ja meistens schief. Ich denke, es ist ein Ork, ja. So. Ja, ist die Frage. Wenn der schläft, merkt er, dass ich vorbeigehe? Oder muss ich wieder einen Klon opfern? Nein, ja, natürlich merkt er. Guck, das gibt's ja nicht. Ich war schon fast durch. Ja, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie man es nicht macht. Und jetzt erstmal der richtige Versuch kommt gleich. Sobald die Ladezeit vorbei ist, ja jetzt. Die haben auch mega große Ohren, darum hören die alles. Tja, dafür ist das Hirn eher klein wahrscheinlich bei denen. Obwohl ich bin ja auch so einer, ne? Also Styx, haben wir ja erfahren, ist ja auch ein Ork. Nur, wurde der halt verändert. So, der, solange der den kleinen Klon snackt, können wir hier schön vorbei. Tja. So, Dokumente. Die Dokumente. Weit haben wir nicht mehr, 12 Meter. So. Ja, da ist wieder jemand drin. Quatscht. Wie kommen wir am besten rein? Sollen wir einen Klon durchschicken oder können wir irgendwie auf der Seite hoch? Oh, jetzt habe ich da reingequatscht. Okay, ich brauche den Brief. So, Kloni. Mach mir die Tür auf. Was? Hat mich. Wie? Kann mich gar nicht gesehen haben.
Okay. Ja, nee, das wird dann Dosenmann. Die haben ja übermenschliche Kräfte, die sehen ja alles. Speichern wir erstmal. Bevor der Dosenmann durchdreht. Machen wir das Licht aus. Kostet ja alles was. Ah, da können wir hoch. Weil oben, glaube ich, gucken die eher weniger nach. So, ah, da unten, der isst was. Den können wir vergiften. Oder? Macht Sinn? Wahrscheinlich. Oder einfach außen rum gehen. Der Gelehrte ist halt nervig, weil der hört ja auch alles. Wenn ich runterspringe, dann mache ich einen Lärm. Ist der jetzt was, oder? Der wird sich nicht wagen, das zu essen. Nee, der wagt sich nicht, oder? Was macht der da unten? Ach so, er will sein Buch lesen. Okay. Das ist der Dosenmann. Der hat wieder Hunger, weil er hat so viel Kalorien verbraucht jetzt bei der Runde, dass er gleich wieder was essen muss. Jetzt läuft er wieder seine Runde. Er isst wirklich, er isst es. Was für ein Frevel. Ja, wir könnten beide vergiften, ne? Dadurch. Oh, schön leise. Oh, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Bleh. Oh. Mein Gott. So. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie beide gegessen haben. Was machen wir in der Zeit? Also der Dosenmann, isst ja jetzt gleich was? Der Bücherwurm, da weiß ich es nicht. Lasst es euch schmecken auf jeden Fall. Wir gehen so lang wieder hoch. Oh, nein. Nein, 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 nein. Wieder rauf, rauf, rauf. So. So, der Dosenmann müsste jetzt gleich umkippen. Ah, ich höre schon, ich höre schon. Engelsgesang. So. Herr Gelehrter. Essen Sie was? Ist gut für die Muckis. Der macht immer den gleichen Mist da unten. Läuft er hin und her. Guckt wahrscheinlich, ob er was essen darf. Wenn die Wache nicht hinguckt. Ja, komm. Mach mal anders. Ist auch leise. Mm, tasty. Kommentar. Den Kommentar ich noch nie. Aber cool. Wahrscheinlich der 100. Kill oder der 1000. Der wird kommentiert. Ja, jedenfalls. Rütteln wir nicht länger rum. Gehen wir mal hier durch. Da schläft einer. Und da hinten waren die Dokumente. Aber 25 Meter, die waren schon mal näher dran. Oder täusche ich mich? So. Gehen wir auf. Warum geht die Tür eigentlich nicht automatisch auf? Der Typ. Bei der Arbeit schlafen, das geht mal gar nicht. Werden wir gleich unterbinden hier. What's that noise? Aha, ausgesperrt. Es ist nichts passiert. Tja, was machen wir mit dem Kameraden jetzt? Den legen wir zu dem anderen in den Raum. Und dann ist hier Ruhe. Hm. Hier waren wir auch schon mal, ne? Das ist wieder Backtracking. Ich weiß, die Entwickler sparen sich dadurch viel Aufwand und so. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man das Level halt so oft durchquert. Also, naja, zweimal wäre jetzt noch okay. Wenn sie vielleicht noch was verändert hätten, irgendwie, weiß ich nicht, eingestürzter Gang oder irgendein Fenster oder irgendwas, was zerstört wurde. Oder noch besser wäre halt irgendwie, wenn man im ersten Durchlauf irgendwas zerstören müsste, was dann halt im zweiten Durchlauf noch kaputt ist oder gerade repariert wird. Das würde mir gut gefallen. Aber egal. Ich laber zu viel. Jedenfalls, die Dokumente laufen uns gerade davon. Er läuft gerade unterirdisch weiter. Und da hinten lang. Und darum entfernen sich auch die immer weiter von uns, weil die irgendwie mit Booten rumgeschickt werden. Aber das kriegen wir jetzt schon hin. Der Dosenmann da unten nervt.
Wie kriege ich den Dosenmann weg? Und ich höre einen Oger schnarchen. Trinken wir mal was, dass wir das Leben wieder voll haben. Und dann... So. Jetzt müsste es gehen, oder? Jetzt leise runter. Leise, leise. Ganz leise. Schnell, schnell, schnell. Weg da. Bleib nicht stehen. Dann kam er auch wieder. Oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 schnell. Nein, hier ist nichts passiert. Du hast nichts gesehen. Und schnell speichern. Das sehen sie wieder nicht, die Dosenmänner, ne? Sonst sehen sie alles. Das sehen sie wieder nicht. So. Jetzt der Heini hier. Gleich mal ausschalten. Schön leise. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Ah, der. Ah, ah, ah. Der ist keiner. Da war nix. Guck lieber nicht nach. Alter, wie er neben mir steht und mich nicht sieht und ich habe voll die Chance verpasst. Ja, Gott sei Dank haben wir das Licht ausgemacht, sonst wird er mich wahrscheinlich sehen. Ja, ging doch gut. Oh, er hat's genickt gehört. Das Knacksgeräusch. Zack, und weg. Das war's. Jo, sehr, sehr schön. Das Nebenziel? Oder war das woanders? Ach nee, das Nebenziel war woanders. Okay. Ja gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Ah, jetzt kommt das Nebenziel, ja. Ja, würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr Bock drauf habt, guckt beim nächsten Mal wieder rein. Dann seht ihr, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr könnt auch gern einen Kommentar schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!